Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute gucken wir uns mal an, wie die Combos zum neuen Fire King Snake Eye Deck funktionieren. Ich sag neu, weil sich das Deck einfach ein bisschen verändert hat. Es war vorher deutlich mehr zentriert, wirklich nur auf die Fire King Cards. Das hat sich ein bisschen geändert. Fire King ist immer noch mega, mega wichtig in dem Deck und gibt dem Deck so viel mehr Power. Aber trotzdem sind die Sachen ein bisschen anders, weil wir jetzt mehr in die Snake Eye Sachen gehen und uns angucken, wie das funktioniert. Und wir gucken uns heute an, wie die One-Card-Kombo funktioniert, wie funktioniert es, wenn wir den Brick ziehen, wie spielen wir durch Droll, wie spielen wir durch Nibiru. All das kann dieses Deck nämlich sehr, sehr gut und deswegen zeige ich euch heute, wie das funktioniert. Und wir fangen auch einfach mal direkt an, nur bevor es losgeht, zwei Sachen. Die erste, mir wurden lieberweise Field Center und ein Nibiru-Token zugeschickt von jemandem. Und zwar heißt sein Instagram-Kanal Andy's Field Center Cards, habe ich unten nochmal verlinkt. Super, super lieb. Passend zu den Fire Kings, seht ihr gleich im Video. Und checkt auch sehr, sehr gerne mal den Link zu Gate to the Games in meiner Beschreibung aus. Da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Wenn ihr da was findet, freue ich mich sehr. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie noch Snake Eye oder Fire King Karten braucht, die Structure Decks, das neue Set oder wie auch immer. Wie gesagt, wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Aber wenn nicht, auch gar kein Problem. Mega cool, dass ihr überhaupt hier seid und mein Video guckt. Das ist für mich das Allergrößte und Wichtigste. Sehr, sehr nice. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert und euch genug Honig ums Maul geschmiert. Lasst uns mal direkt loslegen mit den Fire King Snake Eye Combos. Los geht's. So Leute, da sind wir auch schon und wir beginnen direkt mit der ersten Combo und zwar mit Schlangenauge Esche. Die beste Karte im Deck, sie alleine bringt uns so unfassbar viel. Das ist auch der Grund, warum Bonfire oder halt Leuchtfeuer so eine gute Karte ist und warum es sich einfach lohnt, diese Karte in dem Deck zu spielen. Und ja, aber ich will gar nicht so lange labern, wir gehen mal direkt auf die Combo ein. Und zwar, wenn ihr Schlangenauge Esche habt, als einzige Karte, fangen wir an mit ihr, dass wir sie als Normalbeschwörung beschwören. Wir benutzen den Effekt, um ein Stufe 1 Feuermonster von unserem Deck der Hand hinzuzufügen. Und das wird Schlangenauge Pappel. Dann aktivieren wir Pappels Effekt, weil er der Hand hinzugefügt wurde, dass wir ihn als Spezialbeschwörung beschwören können. Und dann dürfen wir direkt seinen nächsten Effekt aktivieren, um eine Schlangenauge Zauber- oder Fallenkarte zu suchen. Und da suchen wir uns auf jeden Fall erbsenhafte Beute Schlangenauge. So, und jetzt ganz wichtig, wir müssen ihn hier weglinken zu Linkuribo, denn jetzt können wir einen anderen Effekt von Schlangenauge Pappel benutzen. Wenn er auf den Friedhof gelegt wurde, dürfen wir ein Feuermonster zurückbeschwören, beziehungsweise nicht beschwören, sondern in die Zauber und Fallen zu nur legen und das machen wir mit ihm auch, legen ihn hier hin. Und jetzt haben wir ein Ziel hierfür und das ist halt richtig, richtig gut. So, als nächstes aktivieren wir die Karte auch direkt, legen sie hier auf den Friedhof und beschwören aus unserem Deck unseren legendären Feuerkönig Ponix. Dann aktivieren wir Ponix Effekt, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon, suchen uns jetzt unser Heiligtum der Feuerkönige, aktivieren das natürlich sofort und aktivieren dann unsere Fieldspell Insel des Feuerkönigs aus unserem Deck. Den Effekt benutzen wir jetzt auch direkt, um sie hier wegzulegen und uns dann unseren Garunix, also wir zerstören sie, nicht, legen sie nicht weg, zerstören sie, suchen uns Garunix auf der Hand, wenn Feuermonster zerstört wurde, triggert Garunix, Garunix specialt sich von der Hand, wir aktivieren seinen Effekt, um was aus dem Deck zu zerstören, wir zerstören Kirin aus dem Deck und Kirins Effekt triggert und er beschwört einen Feuerkönig zurück und zwar unseren Ponix. So, dann benutzen wir den Effekt von Schlangenauge Esche und zwar indem wir die beiden jetzt weglegen, holen wir uns aus dem Deck unseren Schlangenauge Flammenbergendrache. So cool, wie der aussieht, unfassbar. Auch sehr, sehr mächtige Karte einfach. Und dann linken wir aber direkt weiter. Und zwar die beiden hier, und das ist wichtig, dass ihr ihn nehmt, für unseren Großsalamander Sonnenlichtwolf. Und jetzt können wir seinen Effekt aktivieren. Warum war es wichtig, dass wir Ponix nehmen? Wenn Didi Crow und so viel gespielt wird, der Effekt von Flammenbergendrache muss zwei Monster beschwören, zwei Stufe 1er vom Friedhof. Und wenn wir nur zwei haben und der Gegner Didi Crow das, dann kriegen wir keine Summon. Und jetzt haben wir gerade drei, das heißt eine Didi Crow reicht nicht, um unsere Combo aufzuhalten und deswegen müsst ihr Ponix weglinken. Aber jetzt dürfen wir zwei Stufe 1er beschwören, es ist egal welche, alle haben ihre Effekte schon benutzt. Deswegen holen wir jetzt nochmal Ponix und Esche zurück. Das triggert unseren Sonnenlichtwolf und gibt uns ein Feuermonster auf die Hand zurück, das ist super. Dann kriegen wir nämlich Kirin wieder auf die Hand. Und was wir jetzt als nächstes machen ist, dass wir mit den beiden hier einfach eine IP Masquerina machen. Und die linken wir aber sofort wieder weg für die beste Karte in unserem Deck. Und zwar die Prometische Prinzessin, Verteilerin der Flammen. Dann benutzen wir ihren Effekt, rufen ein Monster zurück. Und zwar in dem Fall den Schlangenauge Flammenbergendrachen. Denn jetzt benutzen wir seinen zweiten Effekt.
um ein Monster von einem beliebigen Friedhof oder Feld in die Zaubernfallenzone zu legen. Und zwar nehmen wir IP Screener und legen die in unsere Zaubernfallenzone. Und jetzt linken wir die beiden hier noch weg zu unserem amphibischen Schwarmschiff Amblowal. Und jetzt geben wir an unseren Gegner ab. Und das sieht auf den ersten Blick nicht so krass aus. Wir haben keine Negation auf dem Feld. Wir haben irgendwie jetzt gar nicht so viele Handkarten, aber glaubt mir, das Board ist insane. Wenn der Gegner dran ist, direkt in der Draw Phase, benutzen wir den Effekt von Flambergendrache und rufen IP Maskerina zurück. Und das ist halt einfach insane. Wir haben jetzt so viele Interruptions. Wir gehen sie einfach mal durch. Mit IP Maskerina haben wir natürlich eine Interruption, indem wir sie nämlich benutzen, zum Beispiel mit ihm zusammen, um unsere SP kleine Ritterin zu machen oder kleine Ritter zu machen. Doch, kleine Ritterin, stimmt sogar, doch. Und dann haben wir Chainlink 1, Chainlink 2, also echtes Chainlink 1. Er beschwört uns Monster zurück, und zwar in dem Fall jetzt Esche und Pappel. Wir banishen was beim Gegner und jetzt kriegen wir noch Searches. Und zwar kriegen wir einen Monster Search durch ihn und einen Spell Trap Search durch ihn. So, jetzt haben wir schon mal drei Handkarten, einfach nur durch eine One-Card-Combo. Aber das war es ja noch längst nicht. Wenn der Gegner jetzt irgendwas macht, können wir sie nochmal banishen. Das heißt, das ist jetzt hier die zweite Interruption gewesen. Und wie gesagt, wir haben noch zwei Karten bekommen. Und wenn der Gegner dann noch was macht, können wir sie hier noch benutzen. Zerstören zum Beispiel den Amblowal. Rufen sie zurück. Also rufen sie von der Hand. Amblowal wurde zerstört. Und jetzt triggert Amblowal und Garunix. Garunix kommt und Amblowal beschwört. Ja, nur als Beispiel mal jetzt ihn hier. Denn falls da was jetzt reinbeschworen wird vom Gegner, kriegen wir dann noch was zurück. So. Und beziehungsweise, nee, wir beschwören mit Amblowal nichts, sorry. Wir beschwören nichts mit ihm, sondern was wir machen, ist nur Garunix triggern. Garunix zerstört noch ein Kirin von unserem Deck. Und Kirin triggert jetzt und beschwört uns unseren Ponix zurück. Wir schießen was beim Gegner. Das heißt, es war die dritte Interruption und hiermit kriegen wir wieder ein Search, was wieder insane ist. Und wenn der Gegner jetzt noch was, also wenn der Gegner jetzt noch eine Summon macht von einer Spezialbeschwörung, die wir nicht wollen, dann machen wir mit den beiden hier einfach unseren Garunix Ewigkeit, zerstören alle Monster auf dem Spielfeld. So. Dann triggert Pappel wieder, die kommt wieder hier in die Zone. Das heißt, wir haben wieder ein weiteres Material, das wir weglegen könnten, zum Beispiel für Oak. Aber wir sind immer noch nicht fertig, denn wenn der Gegner jetzt irgendwie was als Spezialbeschwörung beschwört, können wir sie triggern, zerstören ein Monster des Gegners und ihn hier. So, dann kommt sie zurück. Und wie gesagt, dann wurde was vom Gegner zerstört. Dann triggert er und dann triggert Amblowal. Mit ihm könnten wir jetzt noch was schießen und mit ihr hier kriegen wir zwei Summons zurück. Und ja, da holen wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal die beiden, einfach nur weil die dicke Bodies sind so. Und ja, das ist halt insane gewesen. Das alles durch eine One-Card-Kombo. So viele Interruptions und Follow-up. Also wirklich insane. Deswegen, ja, ihr seht schon, was mit diesem Deck möglich ist. Und das war durch eine One-Card-Kombo so unfassbar viele Interruptions. Und das ist wirklich der Grund, warum das Deck so stark ist. Weil, wenn unsere One-Card-Kombo durchgeht, haben wir so viel. Und wir haben ja noch vier weitere Handkarten. Das ist halt insane. Wir spielen 15 Non-Engine. Das bedeutet, wenn da ein oder zwei Handtraps dabei sind, ist halt auch schon insane. Wenn wir irgendwie Zugriff auf unsere Witch hatten, dann haben wir noch eine Omni-Negation. Und ja, es ist komplett krass. Also wirklich, wirklich stark. Und ja, mal gucken, ob ich noch irgendeine Interruption vergessen habe. Ja, theoretisch mit dem Amblowal hätte man noch was zurücksammeln können. In dem Moment, wo er zerstört wurde. Das kommt dann immer auf euer Board an, wenn schon Sachen von euch weg sind oder so. Da müsst ihr dann halt gucken. Aber da hätte man theoretisch noch eine Maskerina oder einen Sunlight Wolf zurückbekommen können einfach, als er zerstört wurde, wenn ihr ihn dann noch genug Platz gehabt hättet. Richtig, richtig gut. Ja, was soll man da groß zu sagen? Das alles durch eine One-Card-Combo. Einfach insane. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was quasi mit der schlechteren One-Card-Combo geht. Was passiert, wenn wir zum Beispiel Pappel ziehen, der ja eigentlich in der Combo gesearched wird? Können wir dann trotzdem was machen? Die Antwort werdet ihr jetzt gleich sehen. So Leute, die nächste Combo will ich euch einfach zeigen, was passiert, wenn wir den Brick ziehen, und zwar Schlangenauge Pappel, und das soll zeigen, dass die Karte auch alleine extrem gut ist, aber die Combo ist deutlich schwächer als die davor, aber trotzdem einfach nur, dass ihr wisst, wie ihr das ausspielt, wenn ihr nur diese Karte habt. Und zwar würden wir sie auch einfach normeln, ihren Effekt benutzen, dann uns die hier suchen. Und das Spannende ist, selbst wenn jetzt Drawl kommt, das ist das Lustige bei der Combo, ist es komplett egal, weil es ändert sich gar nichts. Das ist super, wenn der Gegner hier drawlt.
Weil dann ist einfach eine Handtrap weg. Denn wir machen jetzt alles erstmal wie in einer anderen Combo. Linken sie weg zu Linkoribo. Dann kommt sie hier zurück. Dann aktivieren wir die. Legen sie weg. Und jetzt beschwören wir aus unserem Deck unsere Snake Eye Oak. Die ist eh einfach wichtig, um einen Draw herumzuspielen. Benutzen ihren Effekt. Die ruft Pappel wieder zurück. Und jetzt können wir ihren Effekt benutzen. Legen die beiden hier weg. Und beschwören den Flammenbergendrachen aus dem Deck. Seinen Effekt benutzen wir noch nicht. Die beiden hier linken wir jetzt einfach weg zu unserer IP Mascarina. Und jetzt triggert wieder unser Flammenbergendrache. Holt uns die beiden hier zurück. Und wie ihr seht, wir haben jetzt nichts mehr gesucht. Und jetzt machen wir einfach mit den beiden hier zum Beispiel unsere Promethean Princess. Aktivieren ihren Effekt. Holen den Flammenbergendrachen zurück, aktivieren wieder seinen Effekt, tun IP Mascarina wieder in unsere Zone und linken die beiden jetzt weg wieder zu unserem Amblo-Wal. Jo, und das war es tatsächlich auch schon. In der Draw-Phase des Gegners holen wir IP Mascarina wieder zurück und die Combo ist auf jeden Fall deutlich schwächer. Ihr seht, wir haben deutlich weniger Ressourcen im Friedhof, das heißt, wir kamen nicht in die Fire King-Sachen, aber trotzdem haben wir hier viele Interruptions, denn wir haben ja IP Mascarina. Wenn der Gegner was specialt, holen wir sie zurück, zerstören ihn und eine Karte beim Gegner oder ein Monster beim Gegner. Dann triggern wir ihn, holen die beiden wieder zurück. Und sie hier sucht uns natürlich was. Einfach in dem Fall dann die andere Snake Eyes Karte, die wir noch im Deck haben. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Man kann halt natürlich auch wieder einfach auf Little Knight gehen. Aber was wir auch machen können, ist mit IP Mascarina einfach eine richtig schöne Link 4 Beschwörung zu einer schönen 4er Appaloosa. Die hier kommt wieder hier rein. Und das ist halt insane, weil wir dann 5 Interruptions haben mit unserem Brick durch Drawl. Das ist halt insane und so, so gut. Und ja, wenn jetzt er noch zerstört werden würde, dürften wir IP Mascarina vom Grave zurückholen zum Beispiel. Oder unsere Princess, was wir lieber wollen. Und das ist halt auch einfach sehr, sehr gut. Und wie ihr seht, die Combo ist bei weitem nicht so explosiv. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, einfach nur, dass ihr wisst, wie ihr damit umgeht, wenn ihr Schlangenauge Pappel als einzige Karte habt. So Leute, ich habe Droll gerade eben schon mal erwähnt, aber jetzt soll es darum gehen, was passiert, wenn der auf unsere One-Card-Combo gedroppt wird, auf unsere gute. Und das Spannende ist, Droll ist eine extrem gute Handtrap, auch gegen unser Deck, aber wir kriegen trotzdem so viel hin, dass es meistens für die Gegner nicht reicht, nur Droll zu haben. Das ist halt insane. Das macht halt solche mächtigen Decks aus. Wenn eine heftige Handtrap kommt, also über Shifter reden wir jetzt nicht, Shifter ist komplett krass, aber wenn Draw kommt, können wir trotzdem noch so viel machen. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir Schlangenauge Esche rufen, den Effekt benutzen und uns wieder unsere Pappel suchen. Jetzt Pappel will sich specialen. Jetzt aktiviert der Gegner, ha, hier Draw, was machst du jetzt? Jetzt kommt Pappel, wir kriegen natürlich keinen Search jetzt mit Pappel. Bisschen bitter. Aber wir machen jetzt einfach quasi das gleiche wie gerade. Machen sie zu Linkoribo, sie kommt zurück. Benutzen jetzt seinen Effekt, tun die beiden weg, um unseren Oak wieder zu rufen. Wie gesagt, der ist einfach so wichtig, um einen Draw rumzuspielen. Aktivieren seinen Effekt, holen ihn zurück, benutzen jetzt einen anderen Effekt, um die beiden wegzulegen für unseren Flammenbergendrachen. Und das habt ihr gerade alles schon gesehen. Die beiden zu IP Mascarina, einfach jetzt mal hier hin, damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Dann Flammenbergendraches Effekt und jetzt ist wieder das Geile, darum ist es ein bisschen besser, als nur mit ihr durch Droll zu spielen oder mit ihr alleine zu spielen. Weil wir haben wieder 3 Monster im Grave, das heißt, sie und Didico reicht nicht. Das heißt, wir machen jetzt so und so. Linken die beiden jetzt hier zu unserer Prinzessin, aktivieren den Effekt von der Prinzessin und wie gesagt, das kennt ihr jetzt alles schon, zu ihr, aktivieren ihren Effekt, tun IP Mascarina in die Zauber- und Fallenzone. Mit den beiden gehen wir dann wieder in den Amblo-Wal und ja, das war's. So, und das Krasse ist halt, wir haben unter einer der heftigsten Handtraps gespielt und haben trotzdem wieder im Zug des Gegners eine die und wieder die ganzen Interruptions. Also wir kommen wieder auf 5 Interruptions, wenn wir auf Appaloosa gehen, auf ein paar weniger, wenn wir auf Little Knight gehen. Aber es kommt halt total drauf an, wie der Rest eurer Hand auch aussieht. Warum ihr mit Appaloosa mal aufpassen müsst, ist einfach, wenn der Gegner Tactics spielt. Denn wenn wir dann Appaloosa machen und der sich sie klaut, können wir für den Rest des Zuges eigentlich nichts mehr machen, weil unsere Monster-Effekte annulliert sind. Aber wenn wir irgendwie Schutz dagegen haben oder wissen, dass 2 Banishes nicht so viel bringen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel gegen Dark World oder so. Die werden nicht Droll spielen, aber trotzdem, wir gehen einfach mal davon aus. Oder irgendein Deck, was krass snowballt. Da bringt es halt meistens nicht so viel, einfach 2 Banishes zu haben, sondern dann sind einfach Monster Negations, dass der Gegner gar nicht in seine Plays kommt, wichtiger und dann riskiert man es halt in Tactics zu gehen. Das ist aber natürlich dann euer Ermessen und kommt immer total drauf an, aber trotzdem, wenn wir möchten, haben wir hier 5 bzw. 6 Interruptions
Beziehungsweise er ist halt nur eine Special vom Grave so. Aber trotzdem richtig, richtig gut. Und Follow-up kriegen wir natürlich auch. Weil in dem Fall hier ist es halt besser als im letzten Zug. Wenn er jetzt weggelinkt wird oder so, sagen wir mal, ja, beziehungsweise, wenn der Gegner was specialt, kommt ja sie, wir zerstören ihn, er triggert und jetzt holen wir uns Oak und Pappel. Dann machen wir Chaining 1, Chaining 2. Sie sucht uns die hier zum Beispiel und er, beschwört Pappel, Esche zurück und Esche aktivieren wir jetzt und suchen uns damit unseren Ponix zum Beispiel. So, und jetzt können wir halt auch ihn auf dem Feld lassen und hier mit einer Vierer Appaloosa machen. Die kommt natürlich dann wieder hier hin. Also ist das hier schon nochmal besser. Ja, insane. Wir haben wieder krasses Follow-up. Kommen in unsere Fire King Engine. Wir können wieder eine Stufe 1 aus dem Deck specialen. So. Wir hätten auch anstelle von der die andere Snake Eyes Karte nehmen können. Für die Omni-Negation, aber die kommt dann erst in der Endphase und so. Deswegen bevorzuge ich an sich die hier, damit wir auch mehr Möglichkeiten haben. Aber ja, es ist komplett nice. Und das alles durch Droll mit einer One-Card-Combo. Richtig, richtig gut. Aber noch eine andere Handtrap, die sehr viel gespielt werden wird, wahrscheinlich ist Nibiru. Und dieses Deck hier kann gegen Nibiru strugglen, außer ihr wisst, was ihr tut. Und damit ihr das wisst, zeige ich euch das jetzt. So Leute, jetzt gucken wir uns an, wie spielen wir um Nibiru herum. Das Deck hier kann das sehr, sehr gut und ich versuche auf alles einzugehen, was da wichtig ist. Und zwar, wenn ihr euch denkt, okay, also ist es halt immer so das Ding. Wenn ihr ihn als Start habt, müsst ihr euch entscheiden, okay, um was spiele ich rum. Um Droll könnt ihr quasi immer rumspielen, wenn ihr mit ihr anfangt, weil das habt ihr ja schon gesehen. Der Gegner muss früh Drollen, es bringt nichts, Droll zu halten. Das heißt, wenn Droll kommt, ist es halt so, aber wenn Droll nicht kommt und ihr sagt, okay, aber der Gegner hat noch nichts gemacht, aber ich denke mal, dass er eine Handtrap hat, ich will um Nibiru rumspielen, dann könnt ihr es auf jeden Fall machen und ihr kriegt trotzdem ein fast identisch starkes Board, nur mit einer Interruption weniger, aber das ist völlig egal, wenn ihr dafür um eine Handtrap rumspielen könnt, die euren Turn benden könnte. Und zwar würde das wie folgt aussehen, oder wir drehen Nibiru vielleicht sogar mal so, einfach so. Und zwar würden wir ihn normeln und jetzt erstmal wieder alles ganz normal, ihn suchen, ihn specialen, Effekt benutzen, sie hier holen und genau, dann sie hier weglinken zu Linkoribo, dann kommt sie wieder in die Zone, dann aktivieren wir die hier, legen die weg, holen unseren Ponix, Ponix Effekt für Search auf die hier, die aktivieren wir natürlich und jetzt holen wir uns unsere Insel des Feuerkönigs. So, und was wir jetzt aber machen, ist, dass wir ihn benutzen und zwar legen wir diesmal nicht ihn und ein Monster weg, sondern ihn und Heiligtum des Feuerkönigs, um den Flambergendrachen aus unserem Deck zu rufen. Warum machen wir das? Der Flambergendrache, solange er seinen zweiten Effekt noch nicht benutzt hat, also den Special vom Grave, will der Gegner ungern Nibiru verwenden, weil der Gegner weiß, okay, wenn ich jetzt Nibiru benutze, hat der Gegner danach drei Monster. Und zwar den Nibiru-Token und zwei Monster. Dazu kommen wir gleich. Wir spielen es erstmal so aus, wie man es zu Ende spielen würde. Aber dann gehen wir auch mal gleich den Fall durch, was passiert, wenn Nibiru wirklich kommt. So, und in dem Fall, wo wir ihn haben, machen wir es jetzt so, dass wir Insel des Feuerkönigs benutzen. Wir zerstören unseren Ponix, suchen uns Garunix. Garunix triggert, specialt sich, wir aktivieren seinen Effekt. Und diesmal schicken wir nicht unseren Kirin, sondern Avata. Avatar triggert, beschwört Ponix zurück und jetzt wäre es natürlich am ökonomischsten wahrscheinlich, ihn schon zu benutzen, aber das machen wir hier nicht, weil wir wollen den Gegner möglichst lange dazu zwingen, Nibiru nicht zu aktivieren. Und solange er liegt, will ein Gegner das eigentlich nicht machen. So, jetzt linken wir die drei hier weg zu unserer Prinzessin, ja, jetzt schon, denn jetzt ist die letzte Möglichkeit für den Gegner, Nibiru gut zu benutzen. Auf den Fall gehen wir auch gleich ein, aber wir gehen mal noch gerade davon aus, dass er es nicht macht. Wir aktivieren die Prinzessin, holen unseren Avatar zurück und jetzt sind wir Nibiru safe, weil wir Sachen annullieren können. Und jetzt linken wir die beiden weg. Natürlich ist dem Gesetz im Fall, dass wir noch eine Feuerkarte auf der Hand haben. Ne? Sonst ist jetzt natürlich noch ein kleines Fenster, um Nibiru zu benutzen, aber selbst dann kriegen wir alles andere und so. Es ist sogar Quatsch, weil wir linken die beiden weg zum Amblo-Wahl und der triggert ja sogar noch, wenn er zerstört wird. Das heißt, wir sind die ganze Zeit Nibiru safe. Jetzt triggert unser Flambergendrache. Wir holen uns jetzt einfach mal hier Ponix und Esche zurück. Es ist aber egal, wen ihr benutzt, denn wir benutzen die beiden einfach nur, um jetzt in eine IP Mascarina zu gehen und an Gegner abzugeben.
Und das ist halt insane. Wir haben durch Nibiru durchgespielt, haben jetzt eine Monster Negation, haben, wenn der Gegner was specialt, wieder einen Schuss. Und dieser Schuss, dann schießen wir ihn, das triggert wieder einiges. Wir können eine Prinzessin zurückholen, das triggert ihn. Diesmal schießt er dann wirklich Kirin, der dann ihn zurückholt und was searcht und so. Das haben wir alles in der ersten Combo schon gesehen. Und das ist halt einfach so unfassbar stark, was wir jetzt wieder alles für Interruptions haben. Wir können mit ihr hier, wenn wir möchten, dann natürlich auch wieder in unsere Little Night gehen. Nicht in sie, sorry, sondern in Little Night gehen. Oder natürlich in Appaloosa. Das ist dann ganz euch überlassen. Aber das ist natürlich jetzt der Case, wenn der Gegner sich entscheidet, seinen Nibiru nicht zu benutzen oder den, oh, verdammt, Avatar habe ich komplett vergessen. Guten Spielern passiert das nicht. Deswegen gehen wir mal davon aus, was passiert, wenn wir an der Stelle Nibiru werden. Da müssen wir ein bisschen was zurückbauen, aber nicht alles. Genau, wir haben die Princess hier. Wir haben ihn auf dem Feld. Der hier ist noch im Grave. Und genau, das stimmt ja so alles, ne? Das ist alles im Grave, genau. Und IPMS Screener war noch nicht im Spiel. So, es gibt jetzt folgende Möglichkeiten. Der Gegner könnte jetzt Nibiru, bevor wir ihren Effekt benutzen. Damit ermöglicht er uns aber, den Effekt dann gleich nochmal zu benutzen. Das sind halt zwei verschiedene Fälle. Aber er sollte es trotzdem machen, weil wenn wir sie benutzen und er es nicht und er dann Nibiru ankettet, sind die zwar weg. Wir kriegen aber Avatar trotzdem zurück und beschwören dann halt und haben dann noch drei Monster zusätzlich und können das gleich machen wie gerade, nur dass wir die ganze Zeit Avatar haben. Beziehungsweise, klar, wir kriegen ihre Special dann nicht. Wenn wir sie nochmal machen sollten, aber wir haben trotzdem dann schon eine Omni-Negation, wir haben zwei Monster und wir können trotzdem Sachen machen. Deswegen würden die meisten Leute wahrscheinlich Nibiru benutzen, in dem Fall, bevor wir ihren Effekt benutzen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das passiert. Der Gegner benutzt Nibiru. Nibiru kommt auf seine Spielfeldseite. Also wir gehen mal davon aus so. Und wir kriegen einen Nibiru-Token und zwar, da wollte ich das nochmal ganz kurz erwähnen. Hier diesen Token, wie cool sieht der bitte aus? Der Primal Being-Token, aber als das Fire King Chicken. Ich habe von einem sehr lieben Zuschauer des Kanals, der diese Field Center selber macht und diese Token, die hier zugeschickt bekommen. Und ich werde euch das auf jeden Fall auch mal unten verlinken. Super, super lieb von ihm. Ich finde, die sehen mega witzig aus. Vor allem das Field Center mit dem Crazy Chicken. Richtig, richtig geil. Und genau, deswegen benutzen wir diesen Token jetzt mal, den wir jetzt bekommen haben. Und ne, weil unser Flambergendrache auf den Grave gegangen ist und genau deswegen wollen wir ihn immer auf dem Feld behalten, kriegen wir jetzt zwei Stufe 1 Monster zurück. Sehr, sehr nice. Und jetzt können wir halt immer noch Dinge tun, was halt insane ist. Wir haben IPMS Screener nicht benutzt. Das heißt, wir linken jetzt den Token und zum Beispiel Ponyx weg zu IPMS Screener. Jetzt linken wir die beiden weg zu einer weiteren Prinzessin. So, wir haben ihren Effekt ja noch nicht benutzt. Wir benutzen den Effekt jetzt, holen jetzt wieder unseren Flambergendrachen zurück, benutzen seinen Effekt, holen IPMS Karina und geben dann an den Gegner ab. Und klar ist das nicht so krass wie unser normales Board, aber wir haben auch Nibiru abbekommen, ne? Und das muss man halt auch einfach mal im Kontext sehen. Und das Krasse ist, dass wir trotzdem halt IPMS Karina zurückholen und jetzt wieder alles haben, ne? Wir können sie benutzen, gehen dann zum Beispiel in eine Little Night, kriegen damit zwei Specials vom Grave, die suchen uns wieder was, wenn der Gegner was specialt. Specialen wir sie, zerstören was bei uns und was beim Gegner. Auch das kann ihn hier triggern. Und das ist halt so insane, weil das ihn triggert. Mit ihm schicken wir dann Kirin, der dann ihn hier zurückholt zum Beispiel, wenn wir den Search nicht wollen. Das heißt, wir kriegen einen Schuss und noch eine Monster-Negation. Es ist wirklich komplett bescheuert, was dieses Deck hier auch durch Handtraps machen kann. Unfassbar gut. Und bedenkt, wir haben das immer mit einer Handkarte gemacht. Ohne Extender, ohne Handtraps auf der Hand, die uns auch noch backuppen können, so. Ohne irgendwie Called by the Graves, irgendwas. Nur mit unserer normalen Combo. Und ja, das zeigt, glaube ich, sehr, sehr gut die Power dieses Decks. Und ja, Leute, so viel mehr bleibt mir da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist wirklich einfach insane, was dieses Deck kann. Es ist super, super stark. Shoutouts gehen nochmal raus an den lieben Menschen, der mir das hier geschickt hat. Wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Und checkt den auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal aus. Ja, und mega, mega krass. Und wenn euch noch irgendwelche Kombos einfallen, die ihr gerne sehen wollt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne auch in die Kommentare. So Leute, bevor wir mit dem Video aufhören, wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, weil manche vielleicht sagen, okay, warum zeigst du uns aber nur die Kombos, die wir mit Schlangenauge Esche und so anfangen? Ich zeige euch die, weil das die beste Combo ist. So, wenn ihr wisst, dass ich hier in dem Deckprofile, habt ihr ja in meinem letzten Video gesehen, kein Baron spiele. Wenn ihr ihn spielt, ist natürlich Ponyx auch wieder ein Starter, wobei er uns nicht in unsere normale Combo bringt, sondern einfach in Anführungsstrichen wieder nur das Dark Hole im Zug des Gegners.
Setup, was auch echt nicht schlecht ist, aber dieses, wenn wir mit ihm anfangen, geht halt so viel mehr und ich zeige euch die Kombos nur mit ihm, weil ich euch einmal zeigen möchte, wie viele Wege wir auch auf ihn haben. Also, wir spielen ihn auf 3, ne? Deswegen, wir haben 3 Wege sowieso auf ihn. Deswegen ist Leuchtfeuer so gut, weil Leuchtfeuer ist halt auch einfach er. Das heißt, wir haben schon 6 Wege. Ihr habt gesehen, Pappel ist eine One-Card-Kombo auch wenn sie nicht ganz so krass ist, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch ihr Package. Sie ist auch Full-Kombo mit irgendeinem Discard. Genau wie die hier, die halt auch uns sie suchen, was dann auch wieder Start ist. Und die hier mit irgendeiner Karte, die wir schon auf dem Feld haben, ist halt auch wieder Full-Kombo. Und das bedeutet, ja, ihr seht, wir haben 12 Starter, die uns in diese krasse One-Card-Kombo reinbringen, beziehungsweise 11, wenn wir ihn jetzt nicht ganz mitzählen. Und das ist halt so, so gut. Und wenn ihr halt anstelle von 15 Non-Engine lieber 12 Non-Engine und 15 Starter spielen wollt, könnt ihr das auch machen. Dann tut ihr hier noch Sachen, habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, wie einer für einen rein. Und theoretisch könntet ihr auch noch mehr Ponix spielen und so. Aber oder ihr könntet irgendwelche Pots spielen. Aber das Ding ist, das hier sind wirklich die besten Starter. Oder ihr spielt noch eine Pappe, wenn ihr die Kohle übrig habt, so. Aber deswegen habe ich euch heute vor allem nur die Ash-Kombos gezeigt, weil er halt einfach der beste Starter ist und so unfassbar viel für dieses Deck macht. Und ja, genau, das wollte ich euch einfach nur noch mal kurz zeigen, damit ihr wisst, warum es heute hauptsächlich um ihn und die Kombos ging, die er halt enabled. Yo, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, was für eine unfassbare Power dieses Deck hat, wenn Decks mit einer One-Card-Kombo so viel machen können. Und das auch noch durch verschiedene Handtraps durch, die in dem Format so als mit die besten gelten, wie halt Droll und Nibiru, dann wissen wir, glaube ich, was für eine Zeit auf uns zukommt. Dieses Deck wird auf jeden Fall auf Turnieren immer eins der Top-Decks sein. Das steht, glaube ich, schon fest, wenn nicht was ganz, ganz Komisches passiert. Und ja, Snake Eye, Fire King, ich finde es mega cool. Ich liebe vor allem ja Fire King, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und im nächsten Video gucken wir uns auf jeden Fall an, wie konstant ist das Deck, wie spielt man verschiedene Hände aus und so. Es gibt nämlich natürlich wieder mal Testhände von mir. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall mega Bock da drauf. Und ja, Leute, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video und checkt auf jeden Fall den Link zu Gate to the Games in meiner Beschreibung aus. Lasst mir Like, Kommentar und Abo da. Wäre mega, mega cool, freut mich immer enorm. Drückt die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Euer Francis Gaming. Francis.